Ich hab mein Pulsmessgerät gar nicht um. Fällt mir gerade auf. Was ist denn das? Little Nightmares! Läuft die Aufnahme schon für YouTube? Ja, die läuft schon. Dann ziehe ich mich einfach live um. Das ist ja abgefahren. Hey, sexy. Hallihallo, herzlich willkommen. Ich bin der Baume. Wir sind live auf Twitch. Wir spielen heute Little Nightmares. Das ist gerade eben rausgekommen. Und ich konnte so wenig abwarten, das zu spielen, dass ich total vergessen habe, mein Equipment vorzubereiten. Kleiner Moment, das wird jetzt so ein halb erotischer Moment, wo ich mir meinen Männer-BH zurechtrücke. Achtung. Eigentlich muss man den vorher noch befeuchten, aber ich wollte es jetzt nicht ablecken. So. Ah, wir machen heute einen Bademantel-Stream, weil einfach Bademäntel total awesome sind und die ganze Menschheit sollte viel mehr Bademäntel tragen. Ah, huh. Jetzt ist mir warm. Krieg ich gleich Puls wieder hier von 102. Warum sieht denn das so komisch aus da? Warum sieht denn das, wenn ich das so mache, ist das dann immer noch komisch? Ist immer noch komisch. Das ist ein bisschen verrückt. Das ist ja doof. Krieg ich das repariert? Guck mal, wie das da unten raushängt. Was macht das denn nun? Was ist denn jetzt los, fragen sich alle. Oh mein Gott, was soll das? Was soll das? Da ist ein kleiner Bubbel. Warte, das haben wir weg. So. Sieht's gleich wieder viel besser aus. So. Keine Ahnung, was das sollte. So, zurück zum Spiel. Ich drück mal Enter. Suche nach Inhalten zum Umherladen. Huch, jetzt habe ich hier drüben den Chat verdeckt. Achtung. So. Warum das passt zu dir? Du bist auch verrückt. Was? Ich bin verrückt. Was? Was? Sieht sexy aus? Danke. Dankeschön. Ich sehe immer sexy aus. Ich gebe mir äußerst viel Mühe, morgens nach dem Ausstehen so sexy wie möglich auszusehen. Danach gebe ich mir allerdings nicht mehr so viel Mühe. Ich bin mit der Kamera noch nicht ganz zufrieden. Ich habe schon mal ein bisschen angespielt, nur um zu gucken, wie es so ist. Ich würde sagen, wir machen mal ein neues Spiel. Guck mal, eine ganze Minute habe ich schon gespielt. Neues Spiel. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich hatte es mal kurz auf der Gamescom gesehen. Ich habe einen oder anderen Trailer gesehen. Gronkh hat ja ein bisschen was angezockt mit der Community Managerin und so, wo ich auch ganz flüchtig reingeguckt habe und dann aber gleich wieder abgehauen bin, weil ich mich nicht wollte spoilern lassen. Es sieht sehr, 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 sehr knuffelig aus. Oh, ich bin echt gespannt, worum es da überhaupt geht. Cheers. Intro. Mach mal einen Bademantel-Giveaway. Ihr wollt den Bademantel hier nicht haben. Der riecht viel zu sehr nach mir. Und allem, was ich jemals gegessen habe. Okay. Ein ganz normaler Mensch wird hier also als gruseliger Albtraum dargestellt. Und wir selbst sind... ein Wesen, das in einem Koffer schläft, ganz offensichtlich. Okay. Umschauen kann ich mich so. Huch! Es gibt Schuhe. Habe ich keine an? Nee, ich habe viel zu kleine Füße für die Schuhe. Wem gehören die Schuhe? So, ein bisschen was. Okay. Ich weiß zumindest, dass ich schon Licht machen kann. Soweit war ich schon. Hui! Wir können Fußball spielen. Na? Los, kick it! Nee, wir können Dosen-Skateboard spielen. Kickflip, los, mach Kickflip! 360. Egal. Oh, und es schwankt so, das Bild. Ich glaube, wir sind auf dem Schiff. Das würde es erklären. Oder auf einem ganz hohen Hochhaus, so Berliner Fernsehturm mäßig. Ich mach mal Licht. Ich hoffe, das Schwanken macht mich nicht seekrank. So, wir können irgendwie Dinge mit RT bewegen. Das hier nicht. So, und mehr hatte ich nicht gespielt. So weit war ich. Jetzt seid ihr auf dem gleichen Level wie ich. Super, dann kann es jetzt losgehen. Da muss man sich wahrscheinlich ducken. Leider kein Tor, wie bei Resident Evil. Huch, Gott, bin ich klein. Nee, da gab es kein Tor zu schießen. Resident Evil war ein krasser Skill, den ich da an den Tag gelegt habe. Das hätte ich mir selbst niemals zugetraut. Hä? Ja? Macht das Licht mein... Oh, dazu ist der Regenmantel gut. Hui. Huch. Na? Können wir das jetzt... Ja, okay. Okay. Was? War es L für Lichtbaume oder Z für Ziehharmonika? Was weiß ich eigentlich, was das für ein Knopf sein soll? Fälle, vielleicht auch Licht. Das war B.
Madi. B ist Licht. Stehst du? Stehst du? Hier hinten ist der Z-Knopf, der macht auch Licht. Also um das mal zu kombinieren. Schön, ne? Schön. Interaktives Spiel mit VR-Brille. Siehst du dann exakt, was in deinem Zimmer ist und kannst auch die Dinge anfassen und bewegen. Das ist super realistisch. Du kriegst nur vom Spiel leider nichts mehr mit. Holy shit. Es erinnert mich jetzt schon an Inside und an das andere Spiel, woran jeder denken musste, als er Inside gespielt hat. Limbo. Krieg dich auf. Nee. Krieg dich auf. Nee. Was ist das? Was ist das denn? Kann ich dich mitnehmen? Süß. Du kommst mit. Du bist meine neue Freundin. Du wohnst ab jetzt... Thosa! Thosa, einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön für den kleinen Wachrüttler. Gott, bin ich schreckhaft. Es ist noch gar nichts passiert. Das Spiel ist nicht mal gruselig. Es ist nur ein bisschen... Geht hier, du kannst dich schlafen legen. Jetzt packt er ja gleich alles aus. Hi. Ja, die Jumpscares sind noch an. The Evil Within und Resident Evil kann auch Baume beim Vorlesen verwechseln. Hä? Kann man auch nur einen Baume beim Vorlesen verwechseln? Ich habe The Evil Within gelesen. Habe ich Resident Evil gesagt? Das ist schlecht. Ja, ist beides böse, das stimmt. Ist doch alles das Gleiche. Kann ich dir mit... Warum? Ich war hier gerade... Hallo? Okay, wer hängt denn Stühle an der Decke auf? Das macht da alles keinen Sinn. Nicht mal den Nachttopf können wir wegschieben. Wir sind echt schwach. Lag hier noch was? Ah ja, noch so ein Töpfchen, was wir nicht wegschieben können, ne? Sehr schade, das ist. Warum ist es denn so nass hier überall? Ist ja keine gute Behausung, du. Ich komme mir vor, als würde ich Evie spielen. Wovor ich sonst nachts Angst hätte, dass es unter meinem Bett vorkommt. Es sei denn, ich weiß, dass es heimlich meine Wohnung aufräumt. Dann wäre es cool, aber warum sollte es das tun? Ich komme da nicht hoch. Ich brauche da irgendwas zum Draufstellen, oder? Warte mal. Jetzt fängt es schon an. Ich probiere das nochmal. Ist das ein Trampolin? Oh, ich muss RT gedrückt halten, damit ich mich festhalten kann. Okay, okay, getting tricky. Da hat jemand seine Hose mitsamt Schuhe aufgehangen. Das ist sehr praktisch. Können wir hier umkippen? Können wir kippeln? Können wir den... Okay. Was ist das? Kann ich den Zettel nicht lesen? Nein, wahrscheinlich kann ich gar nicht lesen. Kann ich dir die Pantoffeln klauen? Die brauchst du doch eh nicht mehr. Huch. Hup. Da ist ja eine Rolle Klopapier. Warte mal. Können wir den Typen hier einklopappen? Hopp. Alter. Also, wenn ich in der Relation leben würde, die Rolle Klopapier würde bei mir bestimmt eine Woche halten. Nee, so hoch kriegen wir es nicht. Hoch! Schade. Schade, wir können den Toten nicht klopappen. Ich hätte es euch zu gern gezeigt, aber es geht leider nicht. So rum? Vielleicht? Da ist eine Kante, ne? Okay, probier mal. Hep! Ich stell mir gerade vor, wie jemand in dem Zimmer steht und nur plötzlich zusammenschreckt, weil die Tür aufgeht. Du guckst rüber und da hängt da so ein kleines Männchen dran und sagt sich: Hallo? Hast du Schokolade? Hast du Schokolade da? Was ist das denn? Matschepampe. In der Matschepampe kann ich nicht springen. Jetzt geht's wieder. Geht nicht, kann nicht springen. Und wir machen kleine Tupfer auf dem Boden. Und das ist süß. Das Spiel ist süß. Süß gemacht. Okay, hier war ganz offensichtlich wer im Kühlschrank.
Sind da oben Schuhe? Oh. Oh, oh, es geht erstaunlich gut voran. Die Rolle Klopapier wäre auch größer als ein ICE. Sorry, not sorry, Baume. Matti, trotzdem würde ich mich über eine Rolle Klopapier freuen, die größer ist als ein PC. Was bist du? Sag mal. Hallo? Okay. Ich introduce den Death Counter. Blutegel haben uns anscheinend zum Fressen gern. Das hängt da oben, man kann es schon sehen. Ich dachte, es hätte sich wehgetan beim Runterfallen, aber ganz im Gegenteil, es will mir ans Leder. Okay, Decke im Auge behalten. Schleimrig, garstige Biester hängen. Funktionierst du? Kann man nicht drehen? Ich sehe nichts. Da hängt noch so eins. Das fängt ja gut an. Bäh. Flatsch. Kann ich rennen? Ein bisschen. Schön. Juhu. Was haben solche Spiele immer mit blutegelähnlichen Wesen, die sich einem aufs Hirn setzen? Ihr seid echt nicht hübsch. Hep. Kann ich da ran? Hm? Kann ich die Zeitung lesen? Nö. Kann ich die Bretter hier anzünden? Das schaffst du. Das schaffst du, aber Nachtpott kriegst du nicht weggeschoben. Okay. Ja gut, von mir aus. Huch, wer bist denn du? Komm her. Ah. Ew. Okay. Ihr dürft mich jetzt die Wespe nennen. Ein Glück ist das kein... Ew. Ah. Ah. Ja, natürlich ist ja alles voll von dem Biestern. Oh Gott. Hä? Glück folgen die mir nicht. Hä? Wo bin ich? Erstmal Licht machen. Ist das so die Art zu speichern hier? Ich glaube ja. Da hat gerade was aufgeblinkt. Anzünden! Kiwi will erstmal alles anzünden. Wir spielen leider nicht Varney. Varney sag ich schon. HW. Wir spielen leider nicht HW. Leider nicht. Huh! Ah. Lass uns den Mod anzünden. Nee, den Mond. Ist Baume jetzt Mitglied des BVB? Wieso tragen die auch solche Klamotten? Fußballer, die mit Bademänteln Fußball spielen, das wäre doch mal ein krasses Trikot. Ist mir warm in dem Dinge. Oh, so ist besser. Ich mach eh gleich nochmal das Fenster auf. Ach, stimmt ja. Hier war ja alles scheiße. Ah. Habe ich nicht gerade jemanden in einen Glühbirne gesaved? Krastigen Biester. Ah. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Naja. Shit. Okay. Wetten, gleich erwischt mich noch so ein Vieh, dann haben wir alles durch. Suizid ist eine Lösung, aber keine gute. Ah. So. Baum hat aber auch ein Glück heute. Ja. Ich habe ein Händchen dafür, alle Wege zu sterben herauszufinden. Das gehört für mich zu einer guten Spielanalyse mit dazu. Oh, man kann nicht sagen, man hat das Spiel gut zu Ende gespielt, wenn man nicht wenigstens 10-mal gestorben ist. Da habe ich immer noch so einen Klecks auf dem Fuß. Da ist immer noch so ein schwarzer Punkt. Nicht, dass eins der Blutegel ein Ei gelegt hat oder so. Jetzt ist er weg. So, hier muss man anscheinend springen. Nochmal mache ich den Fehler nicht. Haha, ich dachte, ich könnte über so einen Balken balancieren beim ersten Mal. Was ist das für eine Tür? Kann man die öffnen? Nein.
Ein Glück haben wir ein Zippo. In jedem anderen Spiel hätten wir schon dreimal die Batterie wechseln müssen. So ein Zippo wird Gott sei Dank auch nicht heiß an den Fingern. Ich hätte gern wieder eins. Was bist du? Das ist sehr cool gemacht. Jetzt muss ich wahrscheinlich darüber springen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, easy. Easy. Was ist das? Junge. Geht näher auf. Shit. Kann ich Pfützen nicht bringen. Okay. Geht's hier noch irgendwo hin? Ich muss alles mal anfassen. Alles mal. Nee, geht nirgendwo hin. Schade. Das ist knuffelig. Huch. Was? Was geht hier ab? Wer ist Rapunzel hier? Bruja, danke schön fürs Hörstchen. Schönen guten Tag, hallo. Komm ich hier? Ah! Augen auf, ich komme. Ah, apropos Auge. Da ist ja eins. Wow, die ist ja jetzt nicht wirklich freiwillig reingerannt. So, da ist ja ein Schalter. Ey, wolltet ihr den von mir verstecken, indem er da eine Tür hinknallt? Das ist ja mies. Da baue ich mir erstmal eine Pyramide aus Klopapier. Hepp. Hui. Es tut mir leid. Sorry, ich mach's wieder ganz. Was passiert? Warum? Oh, ist das das Kinderzimmer? Was tue ich hier? So, wir lassen mal den Zug entgleisen. Warte. Hier hin. Ne, links. Komm schon. Ja. Ah! Fuck! Fick dich, Zug! Shit. Was ist das für eine Bude? Ah, hier komme ich nicht durch, weil das unter Strom steht. Okay. Hätte ich mich jetzt beeilen müssen. Das wollte ich nicht. Können wir mitfahren? Shit. Sorry. Ich räum's wieder weg. Können wir die Lokomotive auch mitnehmen? Juhu! Ich weiß gar nicht, warum mich das freut. Physik. Doch keine Physik. Selbst der Ball rollt hin und her, das ist echt cool gemacht. Und dann liegen hier Kippenstummel rum, weißt du? Im Kinderparadies, im Spielzeugpark, erstmal noch drei Fluppen Schachteln rauchen. Drei Fluppen Schachteln? Was lall ich hier? Strike. Verdammt. Gott, sind die Steinchen schwer. Home Run! Jawohl. Ui. Geht's da jetzt etwa wohin? Erstmal aufräumen. Warum bin ich jetzt hier? Kann ich das hier zumachen? Nee. Ich habe gerade herausgefunden, dass man mit der Twitch-App hosten kann. Ich wette, ich finde die Option zum Abschalten nie wieder. Und jetzt bleibt das für die nächsten 50 Jahre so. Glückwunsch. Bruja, danke schön. Danke, 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 dass für die nächsten 50 Jahre gewährt ist, dass nie wieder etwas anderes als ich auf deinem Kanal laufen wird. Das musst du mit mir vorher absprechen.
Dann darf ich doch die nächsten 50 Jahre jetzt nicht mehr streamen. Damit sich das auch ja gelohnt hat. Oh Gott, ich muss rennen. Ich lasse mal einfach dunkel. Ich habe Angst, stehen zu bleiben und mein Feuerzeug anzumachen. Aua. So, safe. Geschafft, wir sind gut. Ja. Bruja, wie kann man denn mit der Twitch-App posten? Ist das neu? Ich habe es noch nicht gefunden. Und wie man sich Clips anschaut und macht, habe ich auf der Twitch-App auch noch nicht gefunden. Sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Computer Twitch gucken. Hä? Nur noch mit der App scheint ja alles viel besser zu sein in der App. Hä? Oh! Holy shit! Die Wand hat ein Auge auf mich geworfen, würde ich sagen. Warum liegen da kleine verkohlte Kinder rum? Und stehen? Das ist creepy as fuck. Bist du ein Laserauge? Oh meine Fresse. Die ganze Asche, die hier rumliegt, ist ja sehr heftig. Ich glaube nicht, dass das Staub ist. So, wir safen mal kurz eine Runde. In der Hoffnung, dass das die Art und Weise ist, wie man speichert. Die ganzen kleinen Kisten hier mit den Sichtschlitzen, ne? Als wären da lauter Tiere oder Kinder geliefert worden. Speaking of, wie komme ich denn da hoch jetzt? Au, ich habe eine Idee. Ah, vielleicht hier als Gitter. Ja, genau. Okay, das ist badass crazy. Ist das sowas wie ein Waisenhausschiff? Baume, hast du noch a pint of the red stuff? Hab ich? Ich hab noch a pint of the red stuff, aber ich require ein Gläschen davon. Warte, halt! Das ist viel zu offensichtlich. Ich geh nochmal zurück. Backtracking ist wichtig. Wir müssen alles mal angefasst haben. Was ist das hier für eine Tür? Kann man nichts mitmachen. Gut zu wissen. Wie immer hätte was mitmachen können. Es soll Secrets hier geben, meine ich gehört und gesehen zu haben. Ah, so was wie das hier zum Beispiel. Schon wieder so eine Mamuschka zum Spielen. Hep. Fotz dich weg. Was ist das für ein Teer? Sind wir auf der Suche nach anderen Kindern wie uns? Bäh. Tap, 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 tap. Boinga, boinga. Okay, genug gespielt. Können wir hier zumachen? Nee, die Tür ist aus den Angeln gehoben, ne? Oh, dieses Geräusch. Der Teer erinnert mich immer an Alice Madness Returns. Oh ja, das war auch ein gutes Spiel. Das hat mir gut gefallen. Eins meiner ersten Let's Plays, aber das Spiel war richtig geil. Oh, oh, Ball, hilf mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Was zur Hölle bist du denn? Da liegen Kinder in den Betten. Ist es noch da? Da liegen ja Kinder in den Betten. Okay, ich kann nicht reinklettern. Die schlafen anscheinend alle. Holy shit. Was sind das? Sind das Kinder? Das sind schon Kinder, oder? Richtig echte? Oder sind das irgendwelche komischen Saftkons oder sowas? Nee, nee. Arme, Beine, Haare, alles dran, was ein Kind braucht. Puh. Oh mein Gott, da liegen Betten unter den Kindern. Wie schrecklich. Halt dein Maul, Bruder. Halt dein Maul. Ha ha!
Kannst du das nochmal kurz zeigen, wie du hier reingehst? Feuerzeug an, ganz wichtig. Schön. Tschüss. Tschüss. Pass auf die Kinder auf. Friss sie nicht. Ach, so ein Lütt hätte ich gern noch. So ein Lütt. Ja, ja. Nice. Ich hör's nur quietschen. Ein Glück. Buddy! Ja, Cuddy, ist gut. Hold up there, buddy. I'll be right with you. Schick noch mehr Leute vorbei, ist klar. Oh mein Gott. Soll ich euch mal was Cooles zeigen? Ah! Ich habe eine Bug-Taste. Ich kann jetzt das Spiel verbuggen. Ah! So. Ja, Kiwi. Das ist unfair. Kiwi kann machen, was sie will und sieht immer niedlich dabei aus. Ah! Oh, ist mir warm. Sie hat den Wein geklaut, Baume. Oh mein Gott. Wo bin ich überhaupt? Ach, da. Wir brauchen ein anderes Regencape für das Dings hier. Das muss orange-grün gestreift sein, damit Kiwis Bademantel passt. Wie sehe ich aus? Wichtig! Du siehst bezaubernd aus. Mit deinen wunderschönen wallenden Haaren und deinem samtgeschmeidigen Bademanteldress. Deinem Ganzkörperhandtuch. Noch eine Ratte. Noch eine, die direkt ins Klo springt. Oder am liebsten springen würde. Anstatt sich uns zu stellen. Ist hier hinten was? Nein, nur ich. Was jetzt? Was denn nu? Hallo? Habe ich jetzt Probleme? Au, was ist los? Ich verstecke mich hier drin. Das geht sogar. Oh Gott, was ist denn mit dem armen kleinen Ding? Es sieht aus, als ob es unter einem Schuh von mir zerquetscht werden könnte. Habe ich so einen Hunger vielleicht? Wir laufen hier gerade an der Kantine vorbei. Vielleicht habe ich ja einfach nur wahnsinnig Hunger. Was bist denn du? Oh, das ist aber lieb. Oh, danke dir. Oh, wie lieb. Ich hoffe, ich vertrage das auch. Am Ende füttert er hier irgendeinen Ghoul oder einen Imp oder sowas. Irgendwas, was später alles umbringen wird. Danke dir. Klick, klick, klick. Kann ich anschauen. Du siehst ein bisschen unheimlich aus. Sehr unfarbig. Und jetzt hockt er da, hat uns sein letztes Essen gegeben, hungert wahrscheinlich selber jetzt. Nicht drüber nachdenken. Nette Leute sind nett. Tutti, weiter geht's. Oh, ja, nette Leute, überall nette Leute. Haben extra so kleine Schlaufen hingehangen, an denen man seine Hose aufhängen kann, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt. Kiwi, du siehst trollig aus. Oh, wir können duschen. Hä? Irgendwie checke ich gerade die räumliche Dimension nicht. Egal. Hier können wir duschen. Duschen im Regenmantel ist super unspektakulär. La 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 la. Wir sind hier voll im Schlumpfenland und alles ist normal. Da komme ich wohl nicht durch, oder was? Was sind denn das alles für Kisten? Wo will ich mit der hin? Ja, nur weil ich sie ziehen kann, heißt ja nicht, dass ich sie ziehen muss. Sieht aus wie eine kleine TARDIS. So ein Grippe einer TARDIS. Ja, toll. Bringt mir auch nichts. Kann ich hier irgendwas machen? Okay. Verdammt. Vielleicht von hier aus? Kann ich so... Jawohl! Oh, wow, voll der Assassin's Creed-Style hier.
Das kleine Ding hat ordentlich Kraft in den Beinen. Okay, hier können wir speichern. Das sieht gut aus. Hui. Jawohl. Und nu? Habe ich jetzt irgendwas gekonnt? Kann ich hier hochklettern? Oh! Oh, natürlich. Oh, was? Ich muss mich natürlich weiter festhalten. Ist das von den gleichen Machern wie von Inside? Weil es hat auch wieder dieses Drollige, wir sind irgendwas kleines Süßes, wo keiner weiß, was mit ihm los ist. Die klettern überall rum. Oder haben die sich einfach nur von den Leuten inspirieren lassen? Wie ich schon instinktiv lieber an solchen Koffern hochklettere als an der Leiter, obwohl ich noch gar nicht gesehen habe, dass die Leiter ins Nichts führt. Wie man immer erst hochspringen muss, damit mal was rankommt, ist süß. Okay. Nice! Ah! Cool! Das ist saugeil! Hep! Nice! Ich mag das Spiel! Ich mag das Spiel! Ich mag das Spiel! Jetzt mag ich's! Gerade eben war ich mir noch unschlüssig, aber jetzt mag ich's! Okay, das ist ein schöner kleiner Trick, den man bei, diesen komischen Spiel lernt, wo man ein Baby ist. Was? Okay. Hier klemmt ganz offensichtlich was. Warum? Das ist jetzt scheiße. Krieg ich es jetzt weiter raus? Nee. Okay, dann probieren wir es mal hier. Das klemmt. Okay, das sieht gut aus. Hä? Macht's doch auch auf. Okay, pass auf. Yep. Nice. Among the Sleep Baume, genau Hacky, genau das habe ich gemeint. Among the Sleep, da muss man auch ständig solche Regale auf diese Weise öffnen. Ja lol, Stromausfall. Ein Glück habe ich einen Zippo dabei. Bin eins von den coolen Kindern, ich darf schon mit dem Feuerzeug durch die Gegend rennen, aha. Weißt du was, ich schubs dich einfach. Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann lasse ich meine Gewalt an toten Objekten aus. Fick dich. Okay, das ist makaber jetzt. Das ist sehr makaber. Ich lasse erstmal dich frei. Das ist erstmal was Lebensbejahendes tun, bevor wir irgendwas anderes machen. Tschüss. Kleiner Pilzmensch. Geh zu Mario. Sei glücklich. Kann ich mehr Sachen schubsen? Okay. Ich glaube, das ist dumm. Ich glaube, das ist dumm, aber ich versuche mich jetzt an dem Ding da festzuhalten. Hup! Okay, das hat geklappt. Ey, Kiddo, so benutzt man das Ding aber nicht. Hätte ich da aussteigen müssen? Nee. Kann ich mir Feuer machen? Nein. Warum bin ich so weit nach oben gegangen, damit ich jetzt wieder nach unten gehe? Kann man schaukeln? Ein bisschen. Hä? Joink. Hä? Das ging schnell. Kann ich mich hier verstecken drin? Nee. Was ist das? Die kann ich nicht aufmachen, ne? Nein. Okay, dann gehen wir mal nach rechts weiter. Among the Sleep kommt zum Beispiel aus Norwegen. Ah, cool, gut zu wissen.
Wir machen hier quasi gerade so eine private Sammlung, Kiwi und ich. Was für geile Spiele alle so aus Norwegen kommen. Weil uns aufgefallen ist, dass da sehr viele geile Spiele herkommen. Kommt das hier auch aus Norwegen? Ich weiß es nicht. Zip. Wait a minute, jetzt bin ich wieder hier? Jetzt ist der Strom aus! Okay. Oh. Oh Gott, ich sehe schon, das wird interessant. Oh mein Gott. Und los geht's. Oh, was hier für Staubwolken durch das Zimmer wehen. Wahrscheinlich, weil das Auge schon alles verschmort hat. Die ganzen Käfige, die rum. Was zur Hölle? Ich nehme alle meine Ideen zurück, dass das hier ein Schiff ist. Das ist viel zu groß für ein Schiff. Holy shit. Was happened hier? Oh Gott. Husser, das war ja doch mal um Arschhaaresbreite. Ich glaube, Arschhaare sind ein bisschen dicker als normale Haare. Darum war es nicht ganz so knapp wie um Haaresbreite. Aber es war knapp. Nein, das ist aus Schwedenbaum. Oh, Schweden. Okay, das ist was völlig anderes als Norwegen. Das verwechseln viele. Errungenschaft freigeschaltet. Das Gefängnis. Ja, wow. Das erklärt auch die schiefen Möbel. Hier wurde alles mit einem IKEA-Simulator gebaut. Würde er meine Sachen lesen, würde sich das nicht fragen müssen. Was? Was? Sie sind die Macher von Little Big Planet. Erkennt man sofort an dem Stil. Oh. Little Big Planet habe ich nicht gespielt. Ist das der Stil, ja? Jedenfalls danke für die Info, Theo. Theo, wenn du aber nicht Ed Baume seins davor schreibst, Ed doch Baume, denn, ne, wird es bei mir nicht rot und ich ignoriere alles, was nicht rot ist, weil ich so ein Stier bin im Herzen. Tief im Herzen bin ich ein blutrünstiger Stier, der nur auf rote Textnachrichten losgeht. Wenn überhaupt. Also wenn überhaupt, also selbst auf die roten gehe ich manchmal nicht los. Will ich durch diese Tür? Ich guck mal. Hallo? Irgendein Impuls sagt... Ein Impuls sagt mir, ich sollte weiter die Treppe hochgehen. Aber dieser Kühlschrank hier sieht sehr interessant aus. Ist das ein Kühlschrank? Was ist das? Hallo? Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Der Gronkh hat es mir gespoilert. Ja, der hat nicht gesagt, Baume, komm mal her, ich will dir mal was zeigen. Dann bin ich zu ihm rumgefahren. In sein Schloss. Hoch oben in den 48. Stock. Und da hat er dann das Spiel schnell angemacht, mir das gezeigt hat. Gesagt, haha, Spoiler. Und dann hat er mich rausgeworfen, der Sack. So ein unhöflicher Mensch. Das ist nämlich ein Geheimraum. Buh. Push that button. Da waren wir schon. Gibt's noch mehr? Da war ich noch nicht. Da steckt eine Kerze im Schuh. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was machen die denn da? Haben die Hüte auf oder sind das Pilzmenschen? Werden die mit der Zeit stumpf? Müssen die in den Spitzer? Langweiliges Programm. Okay. Oh. Den kennen wir. Links in der Ecke. Igittigit.
Zumindest aus dem Trailer oder aus der Demo oder was auch immer. Da spielt jemand Geige? Nee, da streicht sich jemand den Bart. Da wohnt ein mächtiger Zauberer, der seinen Spiegel zerschlagen hat. Kiwi, meinst du, Baume traut sich 20 Mal hintereinander, Nispe zu sagen? Mali, du bist so kindisch. Das meine ich nicht. Ich hab dich gesehen. Geht's da rein? Hallo? Wo ist er hin? Das hier geht nicht mehr auf, ne? Nee, gut, dann gehe ich jetzt. Tschüss. Leuchtet's mit dem Feuerzeug immer auf Dinge, die für uns interessant sind? Das fällt mir jetzt erst auf. Es ist quasi ein Guide. Und guckt irgendwie immer zum Knopf hin. Naja, den haben wir ja schon gedrückt. Dann gehe ich mal wieder. Tschüss. Ich laufe gerade gar nicht, ne? Das ist nur wegen der... Weil es gerade so schief war. Abgefahren. So, dann wollen wir weiter das Treppenhaus nach oben. Ich habe voll Angst, dass ich aus Versehen neben die Treppe trete. Hallo? Was haben wir denn hier? Hast du dich versteckt? Können wir dich hochnehmen? Habe ich ihn umarmt? Ich habe ihn gerade hochgenommen und umarmt. Oh, ist süß. Ja, du kleiner Wicht, du. Nochmal, komm, lass dich drücken. Oh. Achso, nee, ich klaue ihn gerade. Was mache ich denn mit dir? Huch. Musst du irgendwo hin? Hast du wichtige Pflichten zu tun? Das ist ja ulkig, dass ich mitnehmen kann. Ja, komm mal einfach mit. Ich brauche jetzt dringend einen Freund. Alle sind so feindlich hier zu mir. Ich nehme den einfach mit. Hui. So, pass auf, ich zeig dir, wo es lang geht. Ey, kann ich dich nicht mitnehmen? Komm hierher. Der kommt nicht mit. Das finde ich jetzt doof. Können wir die Tür hier aufmachen? Oh, da sind noch mehr. Kommt ihr mit? Ball spielen? Wo seid ihr? Hallo. Wo sind sie hin? Keiner will mit mir spielen. Komme ich da ran? Nein. Ach, das ist ein Klappbett. Das sehe ich jetzt erst. Wie cool. Ich hätte auch gern Nee, Klappbetten sind voll scheiße. Ah, ist das nicht so ein Koffer, in dem ich auch aufgewacht bin? So, das soll reichen. Hep. Nice. Sieht sehr fluffig aus. Alter. Haben wir gerade die Nachbarn von unten geklopft, weil ich so einen Krach gemacht habe? Hui. Dann wollen wir mal rauf. Das Bett ist festgezurrt wie eine Zwangsjacke. Oh, das ist ein wunderschönes Bild da drüben. Oh, es ist hübsch. Da links. Was hat die auf dem Kopf? Eine Schüssel? Und auf der Schüssel ist noch ein Hut? Sehr nett. Sehr, sehr nett. Wird bestimmt auch bei uns irgendwann modern. Hä? Ah. Hup. Schon wieder Klopapier. Überall ist Klopapier. Ist der Wahnsinn. Oder ist das Garn? Huch. Frisst das. Ich klopap deine Wohnung. Kann ich den Pömpel mitnehmen? Nein, schade. Und nu? Was jetzt? Und wie weiter jetzt? Soll ich hier wieder runterklettern oder wie? Sieht gut aus. Ah, da ist ein Schlüssel. Ach so. Hä? Hep. Was mache ich mit dem? Gitarre spielen oder wie? Luftgitarre. Achtung, Bett. Nice. So, der muss ja irgendwo rein. Ist denn irgendwo ein Schlüsselloch auf meiner Höhe? Ich muss doch bestimmt die Tür hier irgendwie aufmachen, oder? Das sieht doch so sehr verdächtig aus. Oh.
Ah, die geht einfach so auf. Na gut. Psst. Seit wann macht der Bot Psst? Kuro, grüß dich. Was ist los? Was habe ich übersehen? Klopapier und Schubladenbaume. Kiwi, Schreibtisch. Kiwis Schreibtisch. Der ist gut. Das ist lustig, weil es stimmt. So, machen wir wieder zu. Nicht, dass die Nachbarn wieder klopfen. Doch, der ist wichtig, den nehme ich mit. Da habe ich gerade jemanden beklaut. Boah, wie schwer er an dem Schlüssel zu tragen hat. Hui. Was wie? Das kann ich auch mitnehmen. Das ist ja Bullshit. Kann man dich aufdrehen? LOL! Ach, ich bin in einem Fahrstuhl! Ach so! Warte mal, kann ich dann wieder zurückgehen? Müsste hier hinten ja jetzt was Neues sein. Oh, da ist zu. Okay. Das ist ja abgefahren. Waren wir quasi in der Wohnung vom Hausmeister, der hinterm Fahrstuhl wohnt. Kann ich das hier aufmachen? Nö. Was machen denn die ganzen Schuhe hier? Hier ist auch nichts. Was ist denn das für eine Bude? Hä? Bin ich irgendwie doof? Warte mal. Lass mal das Ding hier mitnehmen. So. Und dann, vielleicht können wir den Fahrstuhl jetzt wieder wegschicken und dann können wir oben drauf springen oder sowas. Wir sind im nächsten Was? Das haben sie aber komisch gebaut. Nimm den jetzt mit, wer weiß, wozu ich den noch alles brauche. Was jetzt? Schon wieder Hunger? Warte mal. Teddy, ich muss dich mitnehmen. Du bist kein Teddy, du bist ein Affe. Egal. Kann ich da reinschmeißen? Okay, ich sollte da wahrscheinlich nicht rein. Oh mein Gott, du kannst doch nicht so viel futtern. Wir haben doch gerade ein ganzes Laib Brot gegessen. Das war so groß wie ich selbst. Speicheru. Nicht gespeichert. Komm, jetzt speicher mal. So. Quit. Boah. Spielefreak. Es geht. Ich war gerade ein bisschen enttäuscht, dass der Fahrstuhl nicht so ein Helium-Bing gemacht hat. Ja, nicht jeder Fahrstuhl kann Dave sein, Kiwi. Sonst wäre Dave nicht der Beste. Verpisst euch, ihr Ratten! Ich brauche das Futter. Ich falle sonst echt vom Fleisch. Ist das eine Falle? Das ist doch garantiert eine Falle. Das kann doch nicht echt sein. Kann ich mir das Futter da rausnehmen? Nein, ist es nicht. Nein, das ist eine Falle. Gott, so ein kleiner Metabolismus wird wahrscheinlich auch wahnsinnig schnell hungrig. Ich meine, wer hat einen ganz, ganz kleinen Magen? Oh Gott, diese langen Arme. Diese Musik. Juhu, diese langen Gakelhände. Kann ich nach rechts gucken? Wow, wo kommen die her? Was zur Hölle?
Also, an der Stelle würde ich gerne einen kleinen Cut für die YouTuber reinlegen, weil ich denke, das ist ein guter Moment, um mal kurz ein bisschen Luft zu holen, ne? Sich zu überlegen, ist das eigentlich ein cooles Spiel, wollen wir das weitergucken oder nicht, oder ja, was sind das für lange Hände, wo kommen die her, wenn wir jetzt gegessen, oder gibt man uns endlich ein paar Schuhe zu schenken? Man weiß es nicht. Fragen über Fragen, sind wir auf dem Boot oder ist das Boot auch in unseren Herzen vielleicht? Warum werden wir so schnell hungrig? Was haben die hier Essen, das einfach so wenig bringt? Oder essen die uns? So viele Fragen. Bis zur nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüssikowski.